Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Wir spielen weiter The Last Guardian. Wir haben den guten Trico kennengelernt. Ein interessantes Katzen-Hunde-ähnliches Fabeltierchen. Und wir haben uns schon mal rausgekämpft. Wir haben den guten von Speeren befreit, von Fesseln befreit und haben mit ihm eine Blitzattacke gelernt. Sozusagen. Und haben uns jetzt hier durchgekämpft zu dieser Wasserhöhle. Da wollen wir natürlich jetzt weiter. Mal schauen, ob Trico schwimmen kann. Oder auch nicht. Trico, schwimmen? Alla hopp. Ich spring vor. Hoppa. Anscheinend kalt. Kommst du? Ja, komm. Nein? Na komm. Also doch eher eine Katze. Aber wir wissen ja, wie wir Trico überzeugen können. So ein Tierchen dressiert man am besten mit. Genau, Futter. So, kann man das hier kann man sicher kaputt machen. Machst du von hier oben Blitze? Danke. So, da war eine Kette, da konnte man hoch. Wenn man denn trifft. Kann man daran auch schaukeln? Nee. Eigentlich würde ich gerne... Na gut, auch in Ordnung. So, wir haben hier einen Balken, über den wir ein wenig rumbalancieren. Zack. Wir lassen uns mal gemächlich fallen hier. Da sind doch ganz viele Kisten drin. Also Fässer. Also Trikotfutter. Greifen kann ich doch gar nichts, oder? Ah, doch. Dann lässt sich's ein bisschen besser schieben. Schieb, Junge, schieb. Sehr schön. Futter! Nee. Wegstecken, mein Junge. So. Wir müssen Trico erstmal überzeugen, dass Wasser gar nicht so schlimm ist. Alla, hopp. Futter. Na, also. Machst ganz schön große Wellen, Junge. Such dein Fass. Wo ist es denn? Friss! Ich bringe dir noch mehr. Kann ja nicht schaden. Zack! Da bin ich. Guck mal. Hopp! Ui! Im Flug gefangen. Braves Trico. Du kannst ja Kunststücke. Ich glaube, im letzten Durchlauf habe ich immer verzweifelt versucht, lässt du wohl los, Trico solche Fässer im Flug fangen zu lassen. Aber er hat es nie gemacht. Und jetzt schmeiße ich einfach das Fass und der fängt es. Schweinerei. Trico, wo bist du denn jetzt schon wieder? Na, komm her. Ja, daneben. Dann hol's dir. Auf. Ja, nicht damit spielen. Fressen. Hopp. Geht doch. Als wenn man hier Tamagotchi spielt oder so. Ein sehr starrsinniges Tamagotchi. So, wofür brauchen wir dich denn jetzt hier unten? Uff, wo wollen wir denn jetzt hin? Hier die Höhle hoch, wahrscheinlich.
Guck mal, hier sieht's doch aus, als könnte man da irgendwie hin. Ah ja, okay. Trico, kommst du mit? Ah! Ey, und ich? Hey! Ah, ich hänge am... Gut. Ich hänge am Schwanz fest. Passt. So, Trico, weiter mit dir. Beweg dich. Hopp. Ach, Mensch. Komm, wir gehen weiter. Los. Auf. Okay, du bewegst dich nicht. Ich sehe schon. Na, komm her. Na, komm. Na, komm. Bisschen näher. Ja, guck doch nicht wie so ein Auto. Wo bin ich? Wo hänge ich? Hilfe! hallo? Hilfe? Ah, irgendwie habe ich es auf den Kopf geschafft. Na komm. Komm. Beweg dich nach vorne. Bist aber auch ein kleines, starkköpfiges Ding. Komm doch her. Guck nicht wie so ein Auto. Komm her. Ja, komm. Los. Anscheinend muss der nicht hier hin. Sonst würde er doch schon von alleine herkommen, oder? Kommst du jetzt doch her, oder was? Vielleicht kann ich auch einfach so hier hochklettern. Hahaha, ich brauch den gar nicht. Seht ihr wohl. Ich brauch dich gar nicht, siehst du? Ich verschwinde jetzt durch das kleine Loch und lass dich hier allein, weil du nicht geholfen hast. Das scheint dich nicht sonderlich zu kratzen. Okay, ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Tja, bye bye. Bin immer fasziniert, wie tiefe Stürze der schafft. Ja, so viel dazu. Aratizi. Tetara las tuzi, ara castacaru, inokia, ataduro ku tuzi, yano mot catunek, au kuzi. So eine schöne Szene, oder? So eine schöne Szene. Auna lik, au tutu.
Keuno Nita. Ago Kuzi. Adu tu Kuno. Otaze. Ja, ja, wir haben es gerade wieder gesehen. Man ist halt ständig versucht, sich auf Trico zu verlassen, wenn man irgendwo hochklettern will oder so. Aber oft ist das überhaupt nicht nötig. Oft musst du einfach nur selber irgendwo hochklettern oder die richtige Stelle finden. Hier hatte ich auch genau bei meinem ersten Durchlauf, habe ich die ganze Zeit versucht, hier hochzukommen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. War da ein Fass oder sowas? Ich hatte mir zumindest eingebildet, dass da ein Fass ist. Und ich wusste nicht, wo ich hin muss. Was machst du eigentlich, Trico? Wo willst du denn hin? Hm? Und nü? So hänge ich hier. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da. Ja, das ist immer so ein bisschen abartig, wenn man auf Trico draufklettern muss. So, eigentlich müssten wir doch da rüberspringen. Ja, komm, lass uns darüber. Darüber. Ja, braves Trico. Ja, braves Trico. Das findest du fein, ne? Wie so ein ADHS-Kind, ey. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier, komm, Trico, wir wollen hier rüber. Ach, guck mal, ich kann... ich kann hier die Wand lang. Trico muss hüpfen, ich gehe die Wand lang. Ich habe echt überhaupt nichts mehr im Kopf. Von damals. Tja, Trico. Wie schaut's bei dir aus? Du bleibst da hinten? Ah, oh, diese Bilder immer. Es ist ein Bild für die Götter, wenn dieses Tier unterwegs ist. Man muss sich eigentlich auf den Weg konzentrieren, aber man will eigentlich immer Trico zuschauen. Ja, und hier war ich auch schon wieder versucht, mich auf Trico zu verlassen. Dabei muss ich halt eigentlich selber klettern. Deswegen war ich auch damals, glaube ich, hier ziemlich lange hängen geblieben. Ehe ich dann gerafft habe, dass ich da lang kann. Wenn ich es dann erstmal gefunden habe, fällt es mir wieder ein, was ich für Probleme hatte. Das Lustige ist, ich habe beim zweiten Durchlauf fast noch die gleichen Probleme. Das ist schon irgendwie lustig. Kommst du? Wie. Fein, Trico. Fein. So, aber ich glaube, hier komme ich doch... Gut, ich kann das Tor kaputt machen vielleicht mit meinem Spiegel. Trico? Ja. Eieieiei. Stimmt, da war was. Das war sehr knapp. Das war ein bisschen knapp, Trico. Du findest mich echt spannend, oder? Nicht schubsen. Wir gehen mal über die Säule. Du bleibst bitte, wo du bist, weil ich glaube, die Säule hält uns nicht beide. Kann ich irgendwie Sitz befehlen? Oh, guck mal, ein Bild für die Götter. Ein Bild für die Götter. Schön. Das ist auch, glaube ich, so irgendwie das Hauptargument für dieses Spiel. Einfach Trico zuschauen, wie er gut aussieht.
oder es? Ist es es das Trigo, der Trigo? Ich glaube, die meisten sagen der Trigo. Ich könnte auch die Trigo sagen. Der, die das Trigo. Hier gibt es irgendwo Fässer. Hier ist ein Schmetterling. Hier sind Echsen. Denen ist egal, wenn ich auf ihn rumlatsche. Okay. Trigo! Wo bist denn du? Ach Gott! Ein Kopf dadurch gesteckt. Hier bin ich! Da kommst du nicht durch, was? Kannst du den Kopf durchstecken? Kuckuck! Ist das süß! Oh Gott, ist das süß! Es ist einfach so unglaublich knuffig. Ich schau dann mal, Junge. Was schau ich denn hier am besten? Komme ich nicht weiter? Das ist einfach so unglaublich süß, wie dieser Riesenkopf da. Da geht's nicht weiter. Schon wieder Schmetterlinge, das heißt, es sind Fässer in der Nähe. Aber wo? Ach, jetzt bin ich hier oben. Ah, ich glaube, hier war irgendwas. Ich glaube, ich musste ihn rufen jetzt, oder? Irgend sowas. Ich musste ihn, glaube ich, rufen, dass er hier hochspringt. Da kommt er, genau. Hier bin ich! Na? Hinter dir! Ich glaube, ich sollte Abstand nehmen. Ich glaube, ich sollte Abstand nehmen! Ja, komm. Weiter im Text. Ach, da ist ein Fass. Guck mal. Haha. Huch, was war jetzt? Oh. Jetzt glüht das Fass. Kann ich das immer noch nehmen? Nee. Nix da. So. Nehmen. Fass. Greifen. Greifen. Da. Na also. Alla hopp. Na also. Braves Trigo. So, wo müssen wir jetzt weiter? Wie spät ist überhaupt? Noch ein bisschen Zeit. Hier müssen wir wahrscheinlich irgendwo weiter. Waren hier irgendwo raus? Da oben ist vielleicht eine Öffnung. Müssen wir hier lang? Obwohl, da hinten geht es auch noch irgendwo weiter. Vielleicht müssen wir hier gar nicht lang. Mal schauen, ob wir hier die Tür kaputt kriegen. Nee. Unkaputtbare Tür. Nee, Trigo, hier sind wir falsch. Wahrscheinlich müssen wir hier da hinten hoch. Das ist so schön beleuchtet. Da kann man ja hoch. Na komm! Wir sind immer noch irgendwo Fässer. Ich sehe doch diesen Schmetterling. Schön näher. Ich
Ich sollte vielleicht besser über die Hinterbeine hochklettern, weil sonst lande ich immer im Brustbereich. Das ist meistens nicht so günstig. Ja, braves Trico. Nein, 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 Trico, was tust du? Halt still. Halt still. Na, na, wirst du wohl... Nein! Nicht kratzen. Nicht schütteln. Böses Tier. Du bist unmöglich. So, was bringt mir das jetzt hier? Gar nichts. Super. Jetzt bin ich hier oben. Und nü? Da ist noch irgendwie Licht. Hm. Ach, da ist auch noch. Da kann ich auch noch rüber. Das bringt mir aber auch nichts, oder? Nee. Das bringt mir... Doch, hier kann ich... Guck mal, hier. Hopp. Ah, da kann ich hochklettern. Okay. Und dann... Na? Aber man ist so schnell auf der falschen Fährte. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich muss hier an die Ketten springen. Ja, genau das habe ich befürchtet. Nee, Trico, komm. Ja, jetzt humpel ich erstmal eine Weile. Super. Das habe ich befürchtet, dass das schief geht. Ach Mensch. Ja, Trico. So. Komm mal hier. Ich brauche dich nochmal hier. Komm. Ja, guck nicht wie so ein Auto. Komm her. Nee, hoch, Junge. Hoch. Nein, doch nicht an dem Trikot festhalten. Nein. Diese Steuerung. Ich hab's schon wieder ganz verdrängt gehabt. So. So, rüber hier. So, die Kette. Huch, was war das? Trico, pustest du die Ketten an? Lass das gefälligst bleiben. Nicht die Ketten anpusten. Böses Trico. Wo ist jetzt die Kette hin? Ja. Nicht die Kette anpusten. Jetzt irgendwie weiter. Okay. Ja, sieht gut aus. Hier ist Licht. Licht ist immer gut. Hier brauche ich ein Trikot. Kommst du hinterher oder wird das nix? Oh. Da hinten ist übrigens das Fass, das ich gesucht habe. Da. Ups! Alles klar. Hat's gepackt. So, das Fass hole ich jetzt aber nicht noch. Jetzt sind wir schon hier oben. Aber da ist noch ein Fass. Guck mal. Na. Guck mal, Trico, ich hab was für dich.
Du musst schon fangen. Hab's. So. Dann gucken wir noch mal, was uns hier erwartet, oder? Kann ich drunter kriechen? Ah. Okay. Ja, ich glaube, da muss ich dann gleich Trico rufen und dann springt er auch darüber. Ne, Trico? Macht schon schöne Musik. Na? Mein Kleiner? Ei, ei. Na? Streicheln, genau. Da oben kommst du, glaube ich, rüber, oder? Ja, da ist eine Lücke. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter und schauen, was uns dann erwartet. Das ging ja jetzt doch relativ smooth, auch wenn ich hier und da schon wieder ein paar Gedächtnislücken hatte. Aber ich meine, es ist ein Jahr her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Also, ja. Ich merke mir sowas nicht so lange. Ist halt so. Ja, ja, ja. Stupser, Stupser. Gut. Och, oh, guck mal. Och, ist das süß. Ist das süß. Ach, ich gehe da hin. Oh, ist das süß. Ich will auch ein Trikot für den Garten. Naja, gut. Gut. Wir kommen jetzt hier wieder nach draußen, wo es eigentlich ganz hübsch und schnieke aussieht. Und wie es genau aussieht, ohne Gitter, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Komm nochmal runter und knuddel.